Mein Name ist Theresa Kronthaler. Ich bin die Sängerin der Band Kronthaler. Die besteht aus mir, einer Opernsängerin, dann Oliver Potratz, ein Kontrabassist und Bassspieler, und Kalle Kalima, ein finnischer virtuoser Jazzgitarrist. Also ich glaube, wir hatten alle drei nicht in dem Sinne Berührungsängste, aber wir haben schon sehr viel Respekt davor, was da steht. Und jetzt einfach irgendwie das so runterzurocken, das widerstrebt uns allen drei. Also wir wollen schon eine Form pflegen, die irgendwie unseren Ansprüchen irgendwie auch standhält. Es ist ein sehr intimer Rahmen, in dem wir musizieren, also zu dritt und mit teilweise jetzt auch einem Schlagzeuger noch, der dazu kommt, und Elektronik. Das unterscheidet das natürlich ganz, ganz krass von meinem normalen Singen und auch der Tongebung, was immer in der Oper eigentlich auf die Distanz auch irgendwie angeht. Und das ist ein sehr, also für mich ist es so ein ganz uriges Musizieren, fast so Musikantengefühl eigentlich, was sich da so ausbreitet. Schauen, dass man nicht jetzt nur Lamenti oder ja, traurige, langsame Stücke irgendwie hat. Das war am Anfang so ein bisschen die Tendenz. Die sprangen uns so als erstes ins Ohr, und dann haben wir schon mehr nach Tanzstücken gesucht und dann eben auch nicht nur bei Monteverdi, sondern auch Purcell und Zeitgenossen. Nein, es ist ja eigentlich, also man hat immer so den Wunsch, dass Musik grenzenzeitlos ist und irgendwie auch genrelos ist. Und ich muss sagen, dass ich noch nie bisher in meinem Leben so nah dran war an der Erfüllung des Wunsches wie mit dieser Musik und mit dieser Art zu musizieren. Also zum Beispiel entdecken wir dann in einem Monteverdi-Arie einen Country-Song, und dann reizen wir dieses Gefühl so weit aus, wie es mit den jeweiligen Wurzeln von uns, unserem Anstand sozusagen, zu vereinbaren ist, und daraus entsteht irgendwie eine interessante Mischung. Sie hat schon so eine Kraft, die, glaube ich, jeden irgendwie erreicht und in der man sich irgendwie sehr zu Hause fühlt.